blockiert war. Deswegen einfach gerade reingebremst, nicht gelenkt. Wenn ich gelenkt hätte, wäre egal welche Richtung, wäre falsch. Puh. Ein bisschen zu gehypt, gerade alles vergessen wieder. Und ich glaube, gerade mit solchen Autos, wo alles ein bisschen komisch ist, lernst du die Strecke besser. Deswegen bin ich mit dem GT4 X-Bau nochmal gefahren. Weil ich mich am schwersten getan habe, da merkst du auch Stellen, die du sonst nicht merkst. Du bist gut. Wieso hat denn der eine 7 Gänge und alle anderen haben nur 6? Bei GT4. Ich hab ihn nicht getraut. Ich hätte auch jetzt erst bremsen können. Porsche 911 GT3R. Irgendwie ist es schon angenehm, dass man nichts am Kopf hat. Andererseits ist das so weit weg alles. Also man ist halt nicht so wirklich drin. Was denn der Sound angeht, wegen Boxen und so. Du hast denn echt auch keine Kopfhörer auf. Das müsste ein bisschen lauter sein. Ich kann ja auch für mich lauter machen, für euch leiser. Und bis jetzt hat mich keiner besucht. Ich bin im General komplett offen. Ich wollte doch mal Ding testen hier, wie es im Stream ist mit dem Gelaber. Ob ich überhaupt Discord anmachen kann oder dann gleich auslassen kann. Ist mit der... Weniger Rückkopplungsangst, sondern dass ich die Person gar nicht höre. Weil es zu leise und zu weit weg ist. Bisschen zurückgehen muss, weil mit 255 ist schon ein bisschen heftig.
Haben die schon Fahrer gewechselt in echt? Ich war noch mein erstes Stint. Theoretisch. Mit Schiffpause. Mit Pinkelpause. Wenn ich nicht so viele Autos gewechselt hätte. Ist zweimal die gleiche links rechts wie hier, nur hier ist es mit dem nach unten gehen. Da muss ich gar nicht so viel bremsen vorher. Aber hier. Ich entdecke immer andere Kurven. Das ist meine zweite Achillesferse. Die Rechtskurve da hinten und die hier. Ach, da Lichtern machen, keine Ahnung wo. Muss ich jetzt schon ein bisschen was rausnehmen? Ja. Weiß nicht, ob es nicht zu viel war, aber immerhin besser, als wenn ich sterbe. Schau, habe ich das Tablet da unten unter dem Tisch. Da schaue ich immer mal kurz rein bei diesen, bei Real Life 24 Hours Nordschleife. Willkommen zu meiner Lieblingskurve hier. Wie die einlädt und dann doch einen verarscht. Drecksau. Trotzdem habe ich gedacht, das ist eine vorher schon wieder. Angst vor der.
Noch 109 Stunden Zeit. Mama mia. Here I go again. Noch 109 Stunden, dann mach nur 24. So ein Ding. Und nächstes Auto, die Zeit? Ich glaube schon. Nächstes Auto, 3000, jawohl. 9,45. Boah. 9,45. Also mit dem habe ich jetzt schon geschwitzt. Da habe ich schon riskiert. Bin wieder hoch auf 123.000. I've been flying from down to down. Geil. Geil, geil, geil. Next car habe ich geschafft. Yay. Habe ich den GTE auch drin hier? Ich wollte mir den GTE reintun. Habe ich den? Da. Beste Mann. Oje, wo fährt der denn? Der fährt ja auf der Wiesen. Der fährt ja auf der Wiesen. So, was haben wir denn hier Schönes? Fertig. Und sonst Sicht? Ui, schöne Sicht. Nee, das ist geil. Das ist geil. So. Cool. Na dann. Oh. Den bin ich früher gerne gefahren. 2022. Wackelt aber auch so. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Setting ist von Content Manager. So sind alle Reifen schön grün, krass. Wo gibt's denn da schon Feuerwerk? Was ist denn da los? Okay, wie der sich fährt, ist krass. Im Vergleich zum anderen. Gemacht habe, der ist also der schon strong. Der schon strong. Das Ding. Ich kann mir auch diese Lichter da immer erinnern. Ich glaube immer, wenn man so blockiert oder so. Ja, dann leuchtet das. Und das merke ich auch so. Aber da kann man ein bisschen lauter machen. Weil das ist nicht so schlimm, das Auto. Ist eigentlich angenehmer Ton.
Also das ist aber schon viel näher an ACC auch, das Auto. Muss ich sagen. Mal schauen, wie ich das hier hinkriege mit dem. Oh, ich habe ihn nicht getraut im 6er. Wäre aber nicht gut gegangen. Das ist zu schnell. Steht gar nicht mal die Geschwindigkeit. Ach du, was du Scheiße. Wie schnell bin ich denn hier? Alter! What? Ich kann aber hier auch nicht... Ich traue mir nicht voll zu fahren. Oh, du tot sonst. Ich lass los, ich lass los. Ja, okay, der fährt sich krass. Digga. Einfach alle anderen Autos loslassen. Halbes Formel 1 oder so präzise. Das ist ja, also... Die Umsetzung vom Lenkrad auf das Spiel ist wieder krass bei dem. Das ist wie beim Formel 1 Auto vorher. Ich lenke hier und ich weiß genau, was er macht im Spiel. Schauen Sie präzise. LOL. Hier. Das ist ja sogar über den Curb drüber. Wieso sind manche Autos so? Bei anderen Autos lenke ich und denke mir, ja, auf gut Glück lenke ich halt einmal. Vielleicht schauen so alle Autos mit gutem Setup aus. Ich würde sagen, also das Setup passt bis jetzt hier. Aha, geiler Ton. Also bis jetzt 10 von 10 das Auto. Das habe ich damals ja auch schon geliebt. Deswegen habe ich ja mit reingenommen GTE hier. Das ist die heimtückische Rechtskurve. Das fährt sich echt eine Formel 1 Auto teilweise hier, das Teil. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich die Kurve da vorhin kriege, die Linkskurve. Mit 260 krieg ich die bestimmt nicht, oder? Die da? Vielleicht. Da kann man, da verliert man so viel Geschwindigkeit, wenn man das falsch fährt. Hier muss man ja mal testen, da. Zu gut an, wo ich da wieder zweifle, dass es überhaupt realistisch ist, aber ist mir egal, macht Fun und hat so viele gefahren. Da muss ja auch mal ein gutes. Schau mal, wie präzise ich über die Körper fahren konnte, über dieses Straßenverlängerungsteer. Ich hau's bestimmt gleich raus, weil ich so begeistert bin und ich übertreibe, aber egal. Das ist wert. Starke Bremse, zwei Mann.
Ich bin durchgefahren, Dave. So viele komische Autos entdeckt. Jetzt ist das beste Auto bis jetzt. Da ist die Lenkung so perfekt, genau wie bei Formel 1. Du lenkst und das ist genau die Lenkung, wie du dir vorstellst. Ich bin so viel gefahren, Digga. Besonders die letzten zwei Autos waren so schwer, also der X-Bow war so ein Müll, aber ich bin gefahren. Besonders wenn Autos so schwer sind, dann lerne ich das halt. Dann lerne ich ganz andere Teile der Strecke, weil das sich ganz anders auswirkt. Und dann bin ich diesen einen GT4 gefahren, den etwas aufgemotzten. Das war auch ultra schwer. Der war Reifen permanent blau. Ja, das ist ja das Geile. Trotzdem glaube ich daran, Dave, dass wenn man ein gutes Setup hat, fahren sich fast alle Autos gut. Nicht so perfekt, aber trotzdem gut. Ihr kennt mich doch, Jungs, wenn meine Helfners 10 von 10 wäre, ich wäre iRacing, ne, würden wir gemeinsam fahren können. Ich wäre jetzt immer noch das Problemkind, aber ich wäre vielleicht nicht der Anthony. Hätte ich schon meine Elo von 500. Wie krass. Aber das war das, Dave, was du gemeint hast. Mit schweren Autos zu fahren ist die Kunst. Das Auto, was ich am abscheulichsten fand, habe ich nochmal eine extra Runde gefahren. Ich bin gefahren, Katastrophe geschimpft, zurück, Reifendruck verändert, hinher. Dann eine Aufwärmrunde gefahren, dann die gezeigte Runde gefahren, dann wäre ich eine schon fertig und dann noch eine Runde gemacht einfach. Einfach so. Ich finde es mit dem Über- oder Untersteuern finde ich nicht schlimm, das kriegst du in den Griff. Egal wie. Das schaffst du. Du gewöhnst dich dran. Wenn ein Auto so markant ist und sowas macht, geht das. Aber es ist halt ein enormer Unterschied, wenn du mit dem Lenkrad lenkst und dann macht er genau das, was du lenkst. Die Übersetzung vom Simulation zum, also vom Real Life hier zum Spiel ist halt bei manchen Autos zu krass. Krass, also das ist mit dem Formel 1 das beste Auto. Ich werde bestimmt gleich gegen die Wand donnern, weil ich halt zu viel riskiere und zu begeistert bin, aber egal, weiter geht's. Ich habe, glaube ich, heute schon mit 4 oder 5 Autos gezeichnete Zeit. Sag mal, gezeichnet? Okay, du weißt, was du meinst. Also ich meine, ja, dieses. Du machst was und es geht ins Spiel, ins Blut, auf die Strecke. Und besonders die nächste Kurve, ich habe die so oft riskiert. Ich habe die mit vielen Autos geschafft und mit vielen nicht geschafft. Aber ich glaube, ich krieg die nächste mit 260 nicht voll. Ich muss da runter. 280 hier, ich muss da runter. Ich trau mich nicht. Und dieses Auto fährt sich ähnlich wie die Autos in ACC. Das ist ungefähr wie der Porsche oder der Ferrari in ACC. Vielleicht sind sogar, die ist halt ein GTE, ne? Der 21er. Also entweder es ist
Oh, jetzt habe ich jetzt, jetzt ist vorbei. Schade. Ich wollte überlegen, das Wort ist vorbei. Schade. Jetzt weiß ich ja nicht, ob man noch eine Runde drehen kann. Ich weiß meinen Schritt wieder nicht. Beim GT4 konnte ich keine zwei Runden fahren. Aufwärmrunde und dann bin ich... da, wo es bergauf geht. Na, also wo es bergauf geht, Richtung Box, bin ich stehen geblieben. Ich habe nicht mal getankt für zwei Runden. Kannst dir nicht vorstellen. Eine Warm-up-Runde, eine richtige Runde wollte ich fahren und dann, wow, haben die einfach... Ah, stehen geblieben bin ich. Kurz vorm Ziel. Ja, wusste ich ja nicht. Weil mit jedem Auto bin ich gefahren, einfach so zwei der Runden ging mit jedem Auto. Nur mit dem nicht, habe ich gar nicht drauf geachtet. Sieht man irgendwo den Sprit hier? Liter, ja, müsste gehen. Ja, ich habe mir hier das Handy so komisch hingebastelt, aber ist komisch, brauche ein Tablet hier für den Chat. Irgendwie habe ich einen Platten. Das vibriert zu krass. Also, sehr komisch. Schreibe ich die voll? Nee, ich lupfe ein bisschen. Ja, 21 Liter, zwei Runden. Und ich bin die ja noch nicht wirklich gefahren. Ah, schau mal, Fuel Used. 20 ist nur noch. Echt? Die Linkskurve da, okay. Nordschleif. Hast du 24 Stunden geschaut oder hast du gepennt? Also bei dem anderen Auto vorne, bei dem GT4. Immer blau die Reifen. Ich habe dann so rumgemacht, links, rechts gefahren, noch gedriftet, alles, dass die Reifen warm werden. Hat ja gar nicht geklappt. Achso, alles gut. Ich dachte, du hast nur entspannt geschaut hier. So in den Tunnel reingegangen. Ich weiß auch gar nicht, wie man mehr Runden fahren soll. Irgendwie so nach 3-4 Runden sind die Reifen schon gelb. Nicht mit 69.
Du Armer. Hat heute der Gott nicht so gegönnt, wa? Ganz allein machen, die machen sie auch gegenseitig. Das ist nicht die Verantwortung. Schau mal, vorne der nächste Reifen ist rot. Aber jedes Auto wackelt so, ne? Dave. Ich glaube, vorne rechts Reifen kaputt. Ich habe nicht mehr rein als sonst. Ich hatte nur mal die CSP-Version geändert. Von einfach eine runter und eine hoch wieder. Stimmt, irgendeine Einstellung im Dings da. Aber irgendwie finde ich es auch geil. Es ist irgendwie so, es ist teilweise schon störend, aber es ist halt, ne? Echter. Ich glaube, das ist für VR gedacht mehr. Man wird doch nicht schlecht. Keine Ahnung. Das ist ja fast schlimmer als der Shooter, habe ich schon vorhin gesagt. Aber es passt. Schau mal, der zeigt an, dass der Reifen vorne rechts rot ist und vorne links gelb. Die ganze Zeit. Da muss doch irgendwie so ein Bremsplatten sein oder so ein Scheiß. Ich habe nicht mehr den Grip, den ich vorhatte. Das wackelt. Vibriert. Aber tut sich so ein Bremsplatten nicht einfach wieder rundfahren? Von Minecraft. Mal schauen, was habe ich alles schon geschafft hier. Formel 1 727, M4 9, Cayman GT4 945, Expo 10. Aber ich habe doch noch mehr. Der Server hat mehr Zeiten. Porsche Cayman, also SF23, M4, Porsche Cayman, Toyota habe ich auch. Den GT4 und LMP1 habe ich auch. Steht aber hier nicht so. Aber am Server steht. Naja, egal. Aber krass. Krass, krass, krass. So, jetzt bin ich wirklich auch serious gefahren, die letzten 2 Stunden habe ich am meisten gelernt. Also die letzten 2 Stunden habe ich am meisten gelernt. Der Anfang war wild, mit drin war ein bisschen komisch, aber jetzt, die letzten 2 Stunden, zusammengerissen und go. PK Mania. Qualifikation noch 6 Stunden, 22 Minuten. Ja, so ist das. (lacht) 109 Crashes. Ach so, insgesamt. (lacht) 98, okay.
Der ist gut, ja. Der ist der bessere. Der X-Bow war sehr schwer zu handeln. Der war auch stark. Aber der LMH hier, oder was das ist, der. Ja, der war komisch. Der war komisch. Ich würde so gerne auch auf ein paar Sachen noch reacten, weil ich wollte ein paar noch auf YouTube bringen oder so. Ich hänge da jetzt hinterher. Ich habe seit 3 Tagen keine Folgen mehr. Und ich wollte noch ein paar Sachen weiterschauen, aber... Ich heb mir das halt auf, weißt du? Ich schaue das dann nicht privat dann. Aber naja. Ich glaube, ich das hier schaffe von der Küche aus. Habe ich mir auch gedacht, aber ich erfahre es ja nicht. Ich weiß nicht, wie das mit dem Ton ist. Wenn jemand quatscht. Ich werde doch in der Küche bleiben, egal was ich jetzt mache, ob ich jetzt race oder nicht race. Ich weiß nicht, wie ich mir... Ich müsste mir irgendwie was mit Maustastatur hin tun, sodass ich hier ein bisschen was machen kann. Wenn ich links fahre, ist ja voll scheiße mit dem, ey. Aber nicht wie lang gerade hier. Noch scharf von den Füßen hier. Irgendwann klappe ich jetzt dann zusammen bald. Ich habe ziemlich viel Aufputschmittel genommen heute, um das hier machen zu können. Irgendwann lassen die halt nach. Deswegen habe ich es da nicht einblenden lassen, damit ich die andere Sicht mache. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt noch lang konzentrieren kann. Ich fahre jetzt nochmal einfach so als Spaß jetzt, aber nur wirklich serious. Ich hab jetzt stundenlang am Stück mich voll konzentriert und versucht, das zu lernen. Und jedes Auto irgendwie zu meistern. Jetzt mecker mal nicht hier. Steh doch nicht freiwillig hier. Digga. Ist denn jetzt schon wieder kaputt? Nichts, oder? Die eine mit dem Titel da, ich glaube, hier Blondine bewirbt sich bei Sam vs. Wild, hat ein neues Video, wollte ich mir anschauen. Dann wollte ich mir auch noch anschauen von der anderen, die es mit dem Adler gemacht hat, die hat ja sogar geantwortet auf das React-Video, fand ich cool. Hat gemeint, die hat noch andere Videos, wenn wir darauf reacten möchten.
Dann hat Affe mit Bike auch noch ein paar. Und dann wollte ich unbedingt das von Alexi Bexi noch schauen. Das Neueste. Ja, auch aufgespart. Achso, ich habe sogar noch Sittengang, Entschuldigung. Voll vergessen. Ja, freut mich, dass es gut aussah. Aber keine Ahnung, ob ich da jetzt immer wieder anknüpfen kann. Ist doch nicht so einfach. Ich hätte heute nicht gedacht, dass ich überhaupt online gehen kann, nachdem ich habe der, glaube ich, heute in der Früh geschrieben, wie ich mich gefühlt habe. Ich hatte seitdem auch nicht mehr gepennt. Ja, same. Same, same, same. Ich wollte schon die letzten Tage einfach so machen, aber nicht geklappt. Ich muss mir das unbedingt mit dem Chat irgendwie anders hin tun. Das ist so unangenehm. Das Handy so hier, muss ich über das Lenkrad schauen, dann ist es noch so klein, dass ich gar nicht verstehe, oder? Nach komplett wegschauen. Schade, das tankt sich nicht mehr. Ich habe jetzt auch nicht mehr angeschrieben oder so. Ich hätte gehofft, dass er mal schreibt, wenn er mit dem Umzug fertig ist. Jetzt spielen wir auch AC. Quasi das Spiel, was wir immer gespielt haben. Ich dachte, ich kriege es mit dem besser hin. Aber manchmal verlässt der Grip mich ja doch. Denke ich nicht mehr nach und konzentriere mich nicht mehr. Ich weiß auch manchmal einfach nicht, wo ich auf der Strecke bin. Ich verliere einfach komplett das Gedächtnis gerade. Schauen wir mal, wie schnell wir hier fahren können mit dem Auto. Das. Ich halte einfach voll drauf. Ja, ich habe doch ein bisschen gelupft. Ich konnte nicht. Hätte ich früher bremsen müssen oder loslassen. Ja, wirklich Angsthase. Ja, aber wäre nicht gut gegangen. Ich habe gemerkt, das Auto ist schon, kam hier schon, kam schon weg von der Spur. Muss man gleich schauen. Wenn ich YouTube-Video anschaue, ob ich das überhaupt höre. Im Stream wird es schon keine Rückkopplung geben, weil es spricht dann gleichzeitig, glaube ich. Und es ist halt viel lauter. Mal gucken. Muss halt noch bewusst die Kurven fahren. Also muss mir genau überlegen, wo ich bin die nächsten zwei Kurven. Sonst mache ich noch Blödsinn. Wenn ich mal kurz den Tunnel verliere, bin ich wieder woanders irgendwie. Und dann ist vorbei.
das ist die Arschlochkurve, die dann zugeht, gell? Ja, die geht zu. Da habe ich mich immer verarschen lassen. Ich denke aber immer noch, es ist die davor. Ich kriege den Gedanken nicht weg. Ich denke immer, das ist noch die davor. Deswegen habe ich da schon gebremst. Geht ja, aber die hier ist, also die, ich weiß nicht, was mit der ist hier. Schlaglöcher, Kopfsteinpflaster, was auch immer hier ist. Alles gleichzeitig. Steintropfhöhle, Tropfsteinhöhle, nicht wie das heißt. Box. Muss doch noch mal eine gezeitete Runde fahren mit dem. Ist kein Sprint mehr oder was? Oder warum Box, Box, Box? Ich fahre meine Runde immer mit kaputten Autos. Das bringt Glück. Das müssen wir auch so machen, falls wir mal zusammenfahren. Bevor er mir das Auto übergibt, einfach mal eine Delle rein, damit es ein bisschen kaputt ist. Das bringt Glück, weißt du? Aber es steht nicht am Zeittableau. Was ist denn mit dir? Okay. Na dann. Have fun and good luck, my friend. Ich hab gelupft. Ich konnte nicht anders. Angsthase. Kommt 273 die Kurve. Muss doch gehen, muss doch gehen. Also ich sage euch was, dieser Sitz, wo ich gerade drauf sitze, hat mein Leben verändert. Also in vieler Hinsicht. In vielerlei Hinsicht. Nicht nur was das Racing angeht. Generell das Sitzen. Ich habe immer, wenn ich sitze, so verfickte Schmerzen gehabt, dass ich mich immer von einer Seite zur anderen umsetzen musste, hin und her und alles, habe ich hier nicht. Ich kann hier einfach sitzen. Digga, kann mich auf dem Stuhl sitzen und sitzen. Das habe ich nicht gehabt, noch nie. Im ganzen Leben. Noch nie.
Und hier sitze ich einfach. Und oft haben sich meine Schmerzen verstärkt, was diese Bruchstellen angeht, meine Risse und was weiß ich, was ich da alles habe. Risse, Entzündungen, Blutergüsse, keine Ahnung, alles ist das. Jetzt sitze ich halt einfach und es passt. Verstehe das nicht. Ein Leben lang falsch gesessen. Ich würde halt so ein Ding auch gerne am Schreibtisch haben. Das ist die Scheißkurve, die enge wird, die immer so mich verarschen möchte. Hätte ich nicht bedacht. Ich wusste nicht, dass ich hier bin, ich nicht bremsen müssen. Ich muss mal früher bremsen, bevor es bergab geht. Ich glaub gar nicht, was ich da alles durchgemacht habe, auf dem anderen Stuhl zu sitzen, dauernd immer wieder. Immer wieder umsetzen. Den einen Fuß entlasten, anderen Fuß entlasten. Ich konnte nie mit beiden Füßen so einfach vorne mich hinsetzen, weil immer irgendwas extra wehgetan hat. Ich musste immer einen Fuß so hochheben und dann den anderen Fuß so immer wieder tauschen. Ich konnte mich nie nach hinten lehnen und entspannen. Nie. Noch nie. Entspannt ist es jetzt hier auch nicht, aber ich sitze halt einfach entspannt. Warum ist die Arschlochkurve die linke, die eng wird? Ja, und dann geht's hier zu. Jetzt kommt wieder Graffiti. Jetzt kann ich die nächste rechts, links schneller nehmen, glaube ich. Und das ist noch nicht meine Endgegnerkurve. Die nächste ist die Endgegnerkurve. Die da. Das ist meine Endgegnerkurve. Die verleitet so schnell zu fahren. Hätte ich jetzt besser nehmen können, aber ich bin lieber langsamer gefahren, anstatt auf Schnauze zu fallen. Das ist immer schwierig mit so einem tiefen Auto. Zeit vergeht aber wie im Flug hier. Es fühlt sich gar nicht an wie so 10 Minuten oder sowas. Eine Runde. Du hast dann wirklich immer was zu tun. Auf der Straße! Ja, früh gebremst, aber... Sicherheit geht vor. Vielleicht die nächste gezeitete Runde. Ein bisschen Cash abholen. Yes! 809. Zweit. Ich glaube, das ist Platz 2 nach dem Formel 1, oder? Formel 1 war, glaube ich, 7 irgendwas. 7,27. Also das ging nochmal, geil, Mann. Da haben wir jetzt so ein bisschen nicht in der Rage geredet, sondern genau das Gegenteil. Anti-Rage. Ein bisschen gepusht. 7700 bekommen. Wow.
Ich bin im Plus. Ich bin im Plus.